Ja, wie man sieht, ist hier wirklich alles soweit geräumt am groben Holz. Auch die Äste sind weg und wir haben dort schon wieder die ersten Autos stehen. Und ich denke mal, auch das Ganze ist rausgenommen worden. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Und hier also dieser erste Baum, der zweite, die sind ja auch stehen geblieben. Ne? Die sind, da ist der Wind abgelenkt worden hier durch diese Steine und die Hecke. Bei dem hier, das war der erste, der richtig entwurzelt wurde. Jetzt könnt ihr halt sehen, da ist noch eine Wurzel noch drin, die da hochgeholt worden ist. Der Rest ist einfach dann zugemacht worden. Ja, scheint auch hier einigermaßen freigekratzt worden zu sein vom Laub soweit. Ich gehe jetzt erstmal hier runter und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Für den Müll ist das Grünflächenamt natürlich nicht zuständig, der liegt da überall. Und hier ist ja auch schon anständig geballert worden, wie seit 3-4 Wochen jeden Abend. Und gucken wir uns das Ganze mal hier an. Das ist auch schön hier, ja gut, man könnte da mal mit so einer Reinigungsbürstmaschine, die hier immer schön Pause machen, stundenlang, hätte man mal da durchfahren können, aber vielleicht wird das Ganze ja wieder aufgeforstet. Hier ist noch ja, der Rest geblieben, also dick sind diese Pfahlwurzeln dann nicht und naja, was können wir machen. Ne? Jetzt gehen wir, machen wir nichts und hier haben wir eben halt alles so dementsprechend wie gewünscht weggeräumt und ja, da haben wir jetzt hier noch ein paar dickere Äste liegen, vielleicht kann die einer gebrauchen für einen Kamin, kommen gleich noch mehr. Auch hier ist geräumt worden, der Baum ist ja stehen geblieben und ich mache mal die Nummernschilder von den Autos da weg, das wollen die Leute ja nie. Wo der Camper jetzt steht, hinter diesem grünen, was weiß ich, Metallic-Auto und dem Camper, der da quer eingeparkt hat, die beiden kleinen Bäumchen, die mal nachgepflanzt worden sind, weil die seinerzeit schon entwurzelt waren, die sind natürlich stehen geblieben und da oben alles, was ihr da seht, was da liegt, das ist Holz, was hier schon seit Jahren immer wieder wegbricht. Ne? Und ich gehe da gleich mal ein bisschen näher ran. Einiges ist auch gehäckselt worden, wie ich das hier gerade so sehe. Und dort seht ihr, dass an einigen Bäumchen Schilder angebracht worden sind und dass dort dann auch im Endeffekt Markierungen angebracht worden sind. Das sollte alles mal irgendwann mal sukzessive, so hat mir der Herr vom Baumkataster, der das hier damals gemacht hat, in 21 im Herbst erklärt, sukzessive wird das rausgenommen. Ja, hier der ominöse Gulli. Also von diesem Gulli an geht das Kabel, ich versuche mal da reinzugehen, das Kabel sage ich, Frischwasserleitung, die ihr dort seht, das ist ein bisschen schwarz mit blau, die läuft hier unten in der Höhe in die Richtung weiter und geht dann da hinten einmal über den Hügel, weil da vermutet wurde, dass dort ja, der Hydrant, einer von dreien auf dem gesamten Gelände, innerhalb des Geländes sich befindet, war aber leider nicht gewesen, deshalb wurde dann diese Wahnsinnskonstruktion da gebaut und das wurde weiter verlegt. Ja, ne, auch hier Knaller, aber da können wir ja morgen am Silvester hier mit einigen rechnen. Da braucht man hier auch gar nicht hinzugehen. Auch dort auf der anderen Seite sind die Äste weggenommen worden, auf dem Hügel auch. Ja, da hinten seht ihr hinter diesem Trixit-Auto stehen alle Bäume und im Endeffekt haben diese Trixit-Autos deren Einstich auf der Höhe der Bordschrankkante ist dem Wind nach oben abgelenkt, habe ich ja schon erklärt. Hier war also nach den beiden kleinen, war also denen dort, diesen Bäumen, war eben der erste wieder rausgehoben. Hier sieht man auf der Ecke noch die Dicke der Erdfläche der Baumscheibe und die Äste, die Stämme, die dann standen hier.
da der erste, da der zweite, da der dritte und da hinten dann vor dem Trixit-Auto der vierte. Hier sind also vier Bäume, wobei einer ganz entwurzelt war, nämlich der hier. Und die anderen drei, die standen halt noch. Da ist aus den Kronen was rausgebrochen, also von ihm hier mit der Krone in die Richtung, in die Krone dieses, dann weiter, der sogenannte Domino-Effekt. Und dann habt ihr halt hier noch dickes Gehölz, ne? Stämme. Ja, das ist eigentlich ganz dufte hier und wir haben dann da oben noch eine riesige Wurzel eines Baumes, der da entwurzelt wurde als letzter, aber nicht an diesem Tag. Diese Wurzel da, zoom mal ran, dieses Baumes, der dort gekippt ist und des anderen, der daneben gebrochen ist, das ist schon länger hier der Fall. Das hat nichts zu tun mit diesem letzten angeblichen klimakatastrophischen Schirmschaden. Das hat mit Klimakatastrophe überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach fehlende Pflege und natürlich auch bei der Anpflanzung wurde nicht bedacht, dass diese Wurzelballen überhaupt gar nicht richtig sich verwurzeln können, wenn die Bäume halt in diese Dicke wachsen. Ist auch alles gesundes Holz gewesen. Ich gehe mal hier auf die Baumringe drauf. Wer Lust hat, kann ja mal zählen. Die sind also dann schon älter. Die sind hier von der Sanierung aus den 90ern, also 25, 30 Jahre alt werden die schon sein. Und dort geht's zum Fördergerüst. Da gehe ich jetzt hin. Teil 1, Ende. Ja, am letzten Samstag des Jahres finde ich mich hier zum zweiten Mal. Die Bäume, wie gerade gesagt, sind ja alle weggeräumt worden. Hier nochmal die wunderbar gestaltete und angehobene Containerbude. Und hier kommen wir jetzt mal zum Zustand des Platzes, zum momentanen Zustand. Nicht, dass Sie meinen, das ist jetzt hier alles erst neu. Nein, das hat sich alles entwickelt hier. Naja, also, und es ist ein Hammer, wie das hier aussieht. Kommen wir mal hier runter gleich. Erstmal möchte ich mal hier einmal diese Treppe, die ja schon mit Grünspan besetzt ist und sich dann dort auch dementsprechend auf diesem vollgesogenen Dolomit hier, der total weich ist, ich sink hier fast ab, hier oben schon befindet. Auch das hier ist ganz genial. Hier seht ihr also ein Gitter, wo das Wasser eigentlich von hier aus reinlaufen sollte, aber das kann da nicht reinlaufen, weil das zugesetzt ist und das Gras dort weg. Hier geht es von links nach rechts, von den Bänken oben, von der Treppe, die neu gesetzte Drainage, das heißt neu gesetzt, ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter, bis da hinten rüber zum Bäumchen. Das sollte dann von oben das Wasser, was hier von oben runter käme, kommt, sollte das aufhalten, hat es nicht gemacht, denn die ist einfach über die Baumscheiben geschossen, denn die sind ja nicht drainiert und die kleinen Bäume nehmen nicht so viel auf. Dann habt ihr hier noch meine Lieblingskante hier. Hier geht es richtig ab. Mittlerweile ist das total freigelegt, bis auf den abgeschrägten Beton. Schaut euch diese Stolperkante an und auch hier unten um die Ecke rum, da muss man mal ganz drauf haben. Auch hier, die Steine werden von unten hochgespült. Der Dolomit hat sich vermischt mit den sich darunter befindlichen Geschichten. Die ist falsch aufgetragen, falsch geplant, was weiß ich auch immer. Ich sage da auch nichts mehr zu. Da drinnen absoluter Wildwuchs, so wird sich gehört. Hier die strukturgebenden Elemente sind bald auch nicht mehr sichtbar. Die sind einfach überspült und liegen da teilweise im oberen Bereich. Liegen die auch so ein bisschen frei. Ja, da oben wird ja noch gebaut. Dieser Vandalismus an der
Solarbank ist ein Wahnsinn, was da passiert ist. Da ist oben sind die Panels, da weiß ich nicht, was sie damit gemacht haben. Auf jeden Fall ist der Verteilerschrank aufgebrochen worden und dann sind da die Kabel da rausgerissen worden. Ein paar hängen da noch. Ja, auch hier der Fahrradständer, der nicht benutzt wird. Dahinter das neue Stromhäuschen. Das alte zur Sanierung stand ja da, wo die rot-weiße Balkenabsperrung da hinten steht. Das wird dann wohl noch angeschlossen werden, denke ich. Hier die neue Protego-Brücke zum Gelände der ehemaligen Kokerei Benzolverarbeitung. Ja, hier auch die Spur hier hinten, wo das Wasser drin steht, haben die mit dem LKW hier gefahren. Auch selbst hier diese Absperrung aus Holz für die Verschalung seinerzeit ist einfach auch drin stehen geblieben. Ne? Das ist Wahnsinn, ihr habt hier den Grünspan auf dem Schachtdeckel und ja, sag mal im Endeffekt, gehen wir mal einmal hoch. Das ist immer nur das Schönste, obwohl es rostet an allen Ecken und Kanten. So, hier ist auch das zugesetzt und hier wächst es auch wunderschön. Und, naja, was wollen wir machen? Und gehen wir in den Rost rein. In dem Bereich da, bitteschön, bröckelt von oben alles runter und ja, was wollen wir machen? Da wirklich dieser Wildwuchs, das ist ein Hammer. Gucken wir mal nach oben, gehen wir mal hier langsam nach oben in Richtung der Seilscheiben, da haben wir sie. Zoomen wir dann nochmal ran, für alle, die die noch nicht von unten gesehen haben. Von oben werden das ja mittlerweile einige gemacht haben. Ich habe das schon so oft gemacht, ich habe keinen Bock mehr darauf. Das ist mir zu anstrengend, da hochzulaufen. Und wir drehen nochmal von dieser Richtung. Und dann gehen wir hier auch mal runter in Richtung ehemaliger Schachthalle, die sich dahinter befunden hat, wo das blaue Auto da steht. Und wir haben dann hier ja, überall den Rost, da auf der Ecke auch, in den Trägerstützen vom Trägergerüst und hier der Salzscheinbühne. Ja, und hier gehen wir jetzt auch nochmal hoch. Wir gucken mal hier. Finde ich auch total geil hier, dass das alles endlich mal hier wieder mal mit neuester Technologie, mit Panzerband da abgeklebt ist. Ja, gehen wir mal hoch. Und wieder sind wir unter den Seilscheiben, die man dort sieht. Das gleiche machen wir hier nochmal. So, und dann gehen wir dann auch langsam runter und würdigen nochmal die neue Protego-Brücke, die übrigens ja, angeschlossen ist an den Gasaustauscher hier am Gelände. Auch diese Platte hier, wo die aufgesetzt ist, die Brücke mit den Schrauben, Stolperhindernis. Ich finde das total geil, auf einer freien Fläche Schrauben und Muttern so hoch stehen zu lassen. Also ganz genial haben sie das gemacht. Naja, wollen wir uns nicht ärgern. Ne? Auch hier komplett alles zugesetzt. Ihr seht das hier, das läuft hier rein von oben. Wunderbar. Ne? Hier haben wir den Gasaustauscher, den neuen. Und die Absperrhähne. Und die Deckel oben und dann wird das eben halt rübergeleitet mit dieser Protego Brückenunterstützung auf das andere Gelände da hinten. Ja, auch hier die Rosen im unteren Bereich ist immer viel von übergeblieben, das wuchert. Jetzt kommen wir mal hier hin und zwar haben wir hier, ihr seht wie weich das ist. Hier Hunde, gut, die können nichts dafür. Das ist so weich, ich feder hier richtig ab und sack an einigen Stellen sogar ein. Ja, hier alles gut bemoost. Dann auch hier so eine Art Lieblingsthema. Die Blitzableiter, also wer die gebaut hat, vom Feinsten. Super Stolperfalle, so direkt neben einer Bühne. Ne? Die ist nämlich hier. Und dort ebenso identisch der Powerblitzableiter. Ja,
Müll muss auch noch geholt werden. Wir haben jetzt hier schon mal das ganze Ding hier, weiß ich nicht, ob sie das eingegraben haben oder was das war. Das wird wahrscheinlich auch noch irgend so ein Teil gewesen sein. Ist auch komplett zerstört. Da liegen die Deckel. Hier liegt nur Müll, Müll, Müll. Ne? Und ja, das ist der Zustand eines öffentlichen Platzes der Stadt Bochum. Finde ich total gut. Es wird nur das Allernotwendigste gemacht. Wie zum Beispiel da jetzt diese Bäume, die natürlich die Straße blockiert haben am Anfang, als sie gefallen sind. Und hinterher auch nicht liegen bleiben konnten. Da haben wieder einige Idioten auch Äste auf die Straße gezogen gehabt. Ja, und dann haben wir hier den See von GC Manet, der Druckerei. Auch hier, hier sieht man schon die Vorboten von Silvester. Da ist hier wahrscheinlich wieder die Hölle los, wie jedes Jahr, weil das macht sich ja dann, hier das hochzuschießen. Ne, da unten, Supersee. Ne. Und mittig raus, da muss man sich mal reintun, steht er erhaben hoch, der Gullideckel, wo das reinlaufen soll. Und das andere ist alles durch die anliefernden LKW so platt gefahren. Da kommen ja teilweise riesen Papierrollen auf den LKW mit Hänger. Wie die da wenden, weiß auch keiner, aber die Fahrer scheinen wohl angeblich einigermaßen gut zu sein. Ja, hier haben wir dann auch diesen ganzen Wildwuchs bis hinten. Ja, ihr seht das hier, ist alles zugewuchert. Da unten das Wasser, da auch, ne, noch mit dem Auto da hinten. Ja, hat die Platten hat der. Ne. Ja, aber was soll's, ne? Und ja, dann geht's weiter. Auch dieses Wäldchen hier, ne, da ist kein einziger Baum umgekippt, außer irgendwie ein Bruchholz von vorher. Da liegt hier einfach. Und der ganze Schnitt von dem ersten Parkplatz da, der wird einfach hier hingeschmissen. Ne, das sieht man hier unten schön. Das liegt alles hier. Ne, da macht auch keiner was. Ja, irgend so ein Lokalpolitiker wollte da mal mit dem Besitzer drüber sprechen. Aber der Mann ist einfach stressresistent. Hier nochmal so eine Flachbildaufnahme. Mal rum. Es liegt da alles wirklich im Argen und da lohnt sich auch nicht mehr da irgendwie großartig sich einzusetzen. Wir können froh sein, dass wir damals das Angebot nicht angenommen haben, hier Platzwart zu machen. Platzpate, Entschuldigung. Platzwart ist was anderes. Platzpate. Platzwart hört sich nach Blockwart an, aber ja, wir werden ja hier teilweise auch als Blockfahrtsimpfer bezeichnet worden. Ein Schwachsinn eigentlich, ne, wenn man hier hingeht und sich das alles nochmal anguckt. Der Platz ist eben für die Öffentlichkeit geschaffen worden. So einfach ist das. Ne. Ich wünsche euch allen, wie ihr da seid, wünsche ich einen wunderbaren, friedvollen Rutsch ins Jahr 2024. Passt auf euch auf. Ne. Solltet ihr knallen, übertreibt das nicht. Ne? Und Alkohol war auch immer ein schlechter Berater beim Knallen. Ich weiß aus Erfahrung zu sprechen. Ja, und ansonsten sehen wir uns wieder und hören uns wieder im neuen Jahr und schauen mal, was uns dieses neue Jahr dann bringen wird. Glück auf vom Schacht 4, der ehemaligen Großzeche Holland in Wandscheid. Glück auf.